So. War hier sonst noch irgendwo was? Also, irgendwie müssen wir uns da außerdem mal so gemeinsam Gedanken machen, wie wir eventuelle irgendwelche Schleimbälle mal fangen. Hä? WTF? Beziehungsweise mal allgemein an Schleimballs kommen, weil mit denen kann man ja einige Sachen machen. Glaube ich, zumindest. Und das wäre nicht nur Sticky Pistons, weil mit diesen Sticky Pistons beispielsweise, weil ich mich auch so ein bisschen mit Redstone auskenne, könnte man so ein, zwei lustige Dinge machen. Und wenn es nur wäre, dass ich da mal so ein, zwei Bonus-Videos mache, wo ich so ein, zwei Dinge ja einfach mal zeige, so mit Redstone jetzt explizit. Und ja, da ich dafür allerdings ungern auch wieder in Creative Mode wechseln würde, könnten wir ja einfach mal gemeinsam ein paar Schleims fangen. Und ich sollte mal ganz kurz aufhören zu reden, weil ich könnte auch jetzt hier ein bisschen werden. So. Und erstmal ausleuchten. Erst ausleuchten. Dann sich um die Lava kümmern. So. Ah. Jo, jo und jo. Und so. Und hier ist noch mehr Eisen. Ja. Sonst könnte man ja auch im normalen Let's Play mal ein bisschen Redstone mit einfließen lassen. Weil, ich meine, Minecraft-Let's Plays gibt es wie Sand an Meer. Aber was ich irgendwie so gesehen habe, dass nur wenige wirklich mit Redstone arbeiten. Dabei kann man mit Redstone eigentlich ganz viel Scheiße machen. Und auch ganz viele lustige Sachen. Und ganz viele nützliche Sachen vor allem. So, ja. Wobei wir eigentlich die Schleimball-Idee mit der Monsterfarm eventuell zusammen kombinieren könnten. Liebe Ingenieure da draußen. Na? So. Ah. Ja, mein Juffi-Tee. Also, oh. So viel gesammelt nur wegen dieser blöden XP-Maschine. Fällt mir gerade wirklich selber so auf, so. Redest seit 10 Minuten von nichts anderem so ungefähr, weißt du? Und ich habe keinen blassen Schimmer mehr, wo wir überhaupt sind. Aber wartet mal, da unten war doch. Ach so, nee, das war da schon. Okay. Okay, jetzt über hier. Ah, gut. Jetzt macht das Ganze wieder Sinn hier. Ja, gut. So, aber hier war ja nichts mehr, ne? Obwohl, wahrscheinlich bin ich jetzt irgendwo dran vorbeigerannt. Und irgendeiner schreibt dann in die Kommentare, ey, du hast da was übersehen. Und ich dann so, ey, wo denn? Und er dann da so, hey, bei Minute 5. Und ich so, super, wie komme ich zu Minute 5 hin? Na, echt jetzt? Also, ich meine, Jungs, wenn ihr seht, dass ich hier sowieso wieder raus bin, ne, dann, ja, und merkt, dass ich im Kreis laufe, ne? Dann könnt ihr mir gerne mal so richtig schön so von hinten einen auf den Hinterkopf geben. Nein, dann könnt ihr ruhig darauf verzichten, mir zu schreiben, dass ich da was gesehen habe, weil, sind wir mal ganz ehrlich. Ich bin nur durch Zufall, wo ich jetzt gerade bin. Na? Und dass ich hier jemals wieder hinfinde, das steht total außer Frage. Weil, irgendwie bei Minecraft habe ich den Orientierungssinn von einem Stein. Ja, von einem Stein. Genau. Zumindest ab und an. Und heute ist so ein ab und an. Weil, wie ihr seht, ich komme hier noch nicht mal wieder raus. Juhu, heißer. Das heißt für euch, wir waren hier schon mal. Moment, Moment, Moment. Wir waren hier schon mal. Das ist gut, dass wir hier schon mal waren. Das würde heißen, dass wir hier schon mal waren und dass unser Inventar voll ist. Okay. Dann, was schmeißen wir dafür weg? Was schmeißen wir dafür weg? Die, ja, okay, die Knochen, die brauchen wir jetzt erstmal so nicht.
So, und hier ist ein Creeper hochgegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier mal gestorben sind. So. Was ist da los? Da ist nichts los. Ja, nicht mit dem Bogen, sondern mit der Axt. Ist das immer ganz praktisch. Zumindest vorrangig praktisch. Ja. Aber wisst ihr was? Ich werde nochmal ein bisschen zum Gruseln. Die Höhlen-Playlist anmachen. Oh yeah. So. Mensch, da ist sogar noch Eisen. Die Häuser. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja ganz praktisch, dass wir kaum Monster gesehen haben. Aber auf der anderen Seite, irgendwie so Höhlen ohne Monster, Folgen ohne Creeper, ist schon ein bisschen, höhlig? Eintönig? So ein bisschen, so, wisst ihr, da passiert nichts. Das ist halt so, ja, das ist halt so. So, ne? Und der wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Wartet. Moment, theoretisch, wenn mich nicht alles täuscht, und das kommt relativ häufig vor, dass ich mich täusche, hier links um die Ecke, da ist theoretisch ein Gang, der in eine Sackgasse endet. Genau der. Ich weiß, wo wir sind. Heißt aber nicht, dass ich jetzt hier wieder rausfinde. Ich weiß nur, wo wir sind. Und hier sind wir mal gestorben. Genau hier. Und ich weiß doch nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Das ist eiskalt gelogen. Wir sind hier. Also ich meine, wir sind... Ihr wisst auch, wo ich bin. Beziehungsweise, wo wir jetzt sind. Ihr wisst es. Oder? Schreibt es mir doch in die Kommentare. So, und damit beende ich auch diesen Part. Nein, ihr wisst schon, wo wir hier sind, ne? Genau hier sind wir. Und wenn ihr es nicht wisst, dann werdet ihr es gleich sehen, wo wir sind. Oh, Eisen. Cool, ich habe Eisen gefunden. Wieso ist das hier so... WTF? Hm, naja, egal. Jo. Ah. So, nochmal ein bisschen Cobblestone hier mitnehmen. Wir werden es nämlich wahrscheinlich noch irgendwann früher oder später brauchen. So. Und jetzt sind wir hier. Sind wir hier? Sind wir doch nicht hier. Also wir sind schon hier, aber wir können keine Schienen mitnehmen. Genau, wir sind hier. Wir sind hier. In unserem Revier. War nie wirklich weg. Haben uns nur versteckt. Wir atmen tief ein. Und da sind wir uns sicher. Wieder zu Hause zu sein. Okay. Hier. Waren wir hingegen noch nicht. Und das verwundert mich gerade so ein kleines bisschen. Weil ich eigentlich der Meinung war, dass wir hier alles erkundet hatten. Oder wir sind aber doch nicht hier, wo ich denke, wo wir sind. Wird dann allerdings keinen Sinn machen, weil ich ja... Hä? Vorhin ungefähr wusste, wo wir waren. Hä? Also wenn ihr mir noch folgen könnt, so ungefähr so... Voll im... Wann habe ich... das gemacht? Ich brauche Holz. Ich brauche... Stöcker? Das ist sehr gut. Das ist... Los, stirb! Schön. So. Hm.
Jetzt lass mich doch da mal. Danke. Ja. Und wie wir mal wieder sehen, ist hier mal so überhaupt nichts außer einem riesen Kohlevorkommen. Und jede Menge Erfahrung. Die Häuser. So. Aber irgendwie ist das doch ein bisschen blöd jetzt hier. Wieso habe ich die Blumen eigentlich noch dabei gehabt? Ach ja, genau, weil ich mir so dachte, hey, die kannst du eh gut verlieren. Na, es war eigentlich schade um die Kohle, die ich jetzt da hinten liegen lassen musste, aber... Ach, cool. Wisst ihr was? Ja, ich bin gerade am Überleben, genau. Am Überlegen. Und am Überleben bin ich hoffentlich auch. Sieht zumindest gerade gar nicht so schlecht aus. So. Haben wir zwei Wassereimer. Sollte ja theoretisch reichen. Ja, Antivirus, ich weiß, dass du dich schon seit 7 Tagen nicht mehr geupdatet hast. Aber hey, soll ich dir mal was sagen? Ich habe mich auch schon seit 7 Tagen nicht mehr geupdatet. Nerviges Antivirus. Mein, verkehrt ist es ja nicht, aber nervig ist es ab und an. Doch, sehr. So. Noch mehr Redstone. Habe ich überhaupt noch Platz? Ja, ich habe dafür noch Platz. Passt. 1A. So. Und noch mehr Kohle. Jede Menge Kohle und hier noch mehr Kohle. Ah, nicht das E, sondern die 3 wollte ich haben. Mann, ey, also irgendwie... Ah, so. Lass mich hier doch einfach mal meine... Panik. So. Was ist denn das hier für ein riesen Kohlevorkommen mal wieder? Also ich meine, das schlägt jetzt wieder sämtliche Rekorde so ungefähr. Hallo. So. Und wieder ein Stack Kohle voll. Okay, lass mir den Sack jetzt hier mal liegen. Ja. Wir auch ganz geschmeidig hochkommen. Da war ja nun nichts mehr. Schauen wir uns doch jetzt hier nochmal ein bisschen genauer um. Das Brot, das können wir eigentlich mal eben, ja. Verschnabulieren. So. Dann. Die beiden Sättel. Kann man die jetzt. Nee, kann man immer noch nicht stacken. Das Weizen. Habe ich auch keinen Platz für. Was ist hier da noch drin? Kakaobohnen. Schwarzpulver. Okay, die Kakaobohnen, die nehmen wir mal mit. Und den Eimer. Das ist alles so ein bisschen so verzwickt. Weil wenn ich jetzt das Sprengpulver mitnehme, beziehungsweise das Schwarzpulver, dann habe ich wieder auf der anderen Seite... Ach, das ist doch alles Mist. Ganz ehrlich. Warum gibt es nur so kleine Inventare? Also... Oh. Jo, haben wir hier noch irgendwie was Nützliches außer Kohle? Also ich meine, Kohle ist ja nun nicht wirklich nützlich, aber ich meinte jetzt eigentlich mehr so Diamanten, oder jo? Jo. Cool. Warum geht denn das so? Ah, lass mich doch da mal... danke. So. Ich glaube, ich muss gleich mal wieder was essen. Glaube ich so. Jetzt... Ah. So. Ah, danke. Ist das jetzt Lapis oder ist das... Ja, das ist Lapis. Ist das auch Lapis? Ja, das ist auch Lapis. Ist das neue Höhle? Ja, das ist neue Höhle. So. Wie viel Platz habe ich eigentlich dafür noch? Moment mal. Was ist wichtiger? Lapis Lazuli oder Redstone? Ganz eindeutig Redstone. Danke sehr. Eine Kiste. That's cool. Was ist da drin? Das ist wiederum nicht ganz so cool. Hey, Melonensamen. Ja.
Nehmen wir die jetzt mit oder lassen wir die da? Nehmen wir die mit, lassen wir die da. Komm, wir machen das jetzt so. So, machen wir das. Alte Spitzhacke, weg! Weil, werden wir sowieso nicht brauchen. Wir haben eine Diamantspitzhacke mit Haltbarkeit 1 drauf. Hallo, Haltbarkeit 1! Niemand braucht Haltbarkeit 5 oder so. Nein, wir haben Haltbarkeit 1. Hallo. WTF, was war das denn jetzt? So. Ein Hoch aufs Wasser. Ein Hoch. Ein Hoch. Wir sind... in der Sackgasse? WTF. So. Ja, das hat's jetzt irgendwie voll gebracht oder so. Überhaupt nicht. Egal. Jo. Wie kommen wir jetzt hier wieder hoch? Ja, super. Kann ich wieder bauen, wa? War ja klar. So, dann machen wir hier mal ganz fix dicht. So. Ich meine, da können wir jetzt immer noch... Ich wollte gerade sagen, da könnten wir zwar immer noch runterfallen, aber wollen wir ja nicht. Und zack, bumm, lande ich da unten. Was habe ich bloß getan, dass ich so ein schlechtes Karma habe? Ach. Also Glück in Minecraft ist was anderes, ganz definitiv. Und ich mache nochmal die Musik ein bisschen leiser, weil irgendwie stört sie mich gerade. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So. So. Und da ist wieder mein So. Nee. Ganz viel Kohle. Nur für uns. Und ganz viel Holz. Und Holzprodukte. Haben wir Holzblöcke. Haben wir Holzzäune. Haben wir noch mehr Holzzäune. Haben wir Holz... Fackeln, haben wir Holzschienen. Alles da. Alles da, wovon man immer so gedacht hat. Hey, das habe ich noch nie gebraucht. So, gleich mal dicht machen hier. Ah. Den nehmen wir wieder mit. So, verkneift. Ja. Da waren wir hier. Genau, hier war der Monster-Spawner. Eigentlich den Moss-Stone, den würde ich ganz gerne mitnehmen. Sag mal, was geht mit dir ab eigentlich? Ja. Ja. Schade, dass man die Dinger nicht mitnehmen kann. Das wäre voll praktisch. Hm. Uiuiuiuiuiuiui. Ich höre sie wieder. Die Popel. Die Popel des Grauens. So, was haben wir hier? Haben wir auch Popel des Grauens hier? Nee, aber wir haben Kürbiskerne. Und Lapis Lazuli. Alles total unnötig. Obwohl, eigentlich könnten wir uns auch noch mal eine Farm aufmachen. Na? So richtig so ein Feld, so mit Melonen und Körbchen und... Und... Aber erstmal wollen wir hier rauskommen. Ne? Ah, guck mal, noch mehr Lazuli. Oh, super. Juhaicha, wie ich mich freue. Hört ihr das, wie ich mich freue? Ah, nee, ich meinte... Juhu! Lapis. Meinte ich natürlich, ne? So. Was da? Was? Also irgendwie funktioniert das nicht wirklich so, wie ich mir das gedacht habe.